So, starten wir mit den Weinspontis. Nehmen wir gleich die zwei Weine hier. Als erstes Stefan Vetter, Silvana. Auf geht's. Ja, hallo, willkommen hier bei Werner Vino. Heute ist es ein bisschen naturweinmäßig unterwegs hier alles. Also das kann ich euch gleich sagen, also zumindest von meiner Seite hier aus Würzburg. Und da hatte ich heute eine sehr schöne Eingebung, heute mal was zu probieren. Der Ralf war ja da schon mal so ein bisschen zu Besuch mit dem fränkischen, soll ich sagen, bei Best of Gold hat er hier einen Besuch abgestattet mit anderen Weininteressierten. Weingut Stefan Vetter befindet sich in Gambach. Das ist also zwischen Karlstadt und Hammelburg, kann man sagen. Stefan Vetter hat bei Nittenaus in Burgenland gelernt, ist Biowinzer, Naturwinzer, hat 2010, glaube ich, damit hier angefangen in Franken. 2013 war so sein erster Jahrgang, der da sehr von sich reden gemacht hat. Ist dafür bekannt, dass er eben wirklich sehr wenig Eingriffe macht, eigentlich gar keine Eingriffe mehr. Er benutzt gerne Holz, hat einen sehr frühen Lesezeitpunkt. Das heißt, wir sind hier vom Mostgewicht auch gar nicht so hoch. Was dann auch wieder erklärt, warum die Spontangärung hier bei 9,5 oder 9,5? Nee, 9,0 Volumenprozent dann auch endet. Bin ich sehr gespannt. Bin ich wirklich gespannt. Wenig Schwefelung, sehr naturbelassen vom Wein her. Unfiltriert, merkt man auch gleich hier. Ist schon eine leichte Trübung da. Ja, ich kann damit sehr gut klarkommen. Ganz anders von der Stilistik her, vom Wein her. Grüner Apfel, Quitte. Kräuter, also da ist wirklich ein Sammelsurium von. Also ich rieche ja so Küchenkräuter. Bisschen Thymian ist dabei, so ein bisschen. Spannend, also total feingliedriger Wein. Bin sehr gespannt, wie der dann so auch auf dem Gaumen mundet. Wie gesagt, Spontangärung, ist auch biozertifiziertes Weingut. Ja, zumindest auf der Website, das ist das. Wir haben ja Jahrgang 21, deutscher Landwein. Ja. Ist hier der Einstieg, so ab 15 Euro. Gibt es zusammen mit dem Bruder, dem Müller-Thurgau, auch für 15 Euro ungefähr. Das sind so die Einstiegsweine im Weingut. Hat knackig Säure. Man merkt hier, reif, sehr früher Lesezeitpunkt. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich vielleicht bei manchen Weingütern die erste Lese war. Das ist spannend. Es kommt noch sowas leicht grüne Olive, finde ich jetzt auch hier dabei. Eine Säure, ist aber trotzdem smooth auf der Zunge, auf dem Gaumen. Also finde ich spannend, finde ich richtig spannend. Richtig spannend. Und die Nase, die ist grandios, grandiose Nase. Auch Fließgeschwindigkeit.
nicht schlecht. Nicht schlecht. 9% Alkohol. Da kann man durchaus auch noch ein zweites Glas hier probieren. Ist anders, ist ein Natural Wine. Spannend. Ja, Quitte, Quitte. Ist auch auf dem Gaumen, nicht so. Extrem spannend. Und auch 21, wie gesagt, so ein etwas schwieriger Jahrgang, haben wir schon öfters gesagt, merkt man auch, dass Winzer hier viel zu tun hatten. Und ich glaube, der Stefan Vetter, dem wird noch weniger verziehen, wenn er im Weinberg was nicht ganz so richtig entscheidet. Und ich glaube, er hat auch 21 viele richtige Entscheidungen getroffen. Und das merkt man auch hier im Glas. Und ich muss hier echt sagen, das ist ein toller Natural. Und gebe ich runde 40 Punkte. Runde 40 Punkte ist ein schöner Einstieg in das Weingut. Und macht Lust auf mehr. Also die Nase ist grandios. Also das ist ganz spannend, was ihr für 15 Euro kriegt. Und das sind 40 Punkte. Bam. Bin gespannt, wie der zweite Wein ist. Heute. Also von dem her, Ralf, your turn. Zum Wohl. Ja, hallo. Danke für die Überleitung, Burkhard. Herzlich willkommen im Wiener Studio, Ersatzstudio. Keller ist immer noch im Umbau. Heute sind wir in Rheinhessen. Genauer gesagt in Ingelheim. Das Weingut, ja, da hat vor einiger Zeit der Burkhard schon den Frühburgunder vorgestellt. Ich habe heute den Spätburgunder, ist bei uns immer aufgeteilt. Ja. Also Weingut Singer Fischer, Schlossberg Spätburgunder 2016. Das Weingut sind also, was ich gelesen habe, zwei Geschwister, der Jan und die Lena. Der Jan ist zuständig in erster Linie für die Weine. Er macht also fruchtbetonte, moderne Weine. Die Schwester, die Lena, ist für die Sekte zuständig. Also da, in dem Bereich macht das Weingut auch unheimlich viel. Also sie macht da präzise und hochwertige Sekte. Ja. Aber ich teste jetzt mal den Spätburgunder. Das Weingut hat 12 Hektar, 50% sind weiße Reben, 50% rote. Ist aber nicht so, dass die Hälfte der Weine Rotwein ist. Man macht viel Blanc de Noir und es geht relativ viel auch in den Sekt rein. Und wir probieren jetzt mal. Erste Nase, Spätburgunder. Sehr gut eingebundenes Holz. Die Nase. Ein bisschen rauchig. Ganz klar steht auch sehr stark Frucht im Mittelpunkt. Geschmack beerig, kirschig, bisschen Veilchen. Wein ist nicht süß, ist richtig schön trocken. Ein bisschen Tabak ist auch dabei, aber das Rauchige auch. Ein bisschen
bisschen Lakritze, alles schon. Ja, aber vor allem ein bisschen, ja, nicht direkt Süßholz, ja, aber Tabak und sowas ist schon drin. Schöner Spätburgunder. Ab Weingut, glaube ich, 1650 oder so. Kann man trinken. Ja. Bepunktelung. Das ist immer so eine Sache. Ja, ja, Farbe ist auch Rubin. Bisschen Schlehe. Also die 40 hat er. Schöner 40 Punkte, Spätburgunder. Ich gehe zurück nach Würzburg und melde mich dann nochmal passend zur Jacke heute mit dem zweiten Rotwein. Bis gleich. Und der zweite Wein folgt zugleich. Thomas Partek Rosé. Mal schauen, wie das ist. Da, 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 da. Ja, hier bin ich wieder und gut gelaunt, wie ihr seht, denn ich darf jetzt hier einen Wein probieren von einem Winzer, den ich schon oft hier gebracht habe und der einfach tolle Arbeit macht und nebenbei ein absolut sympathischer Mensch ist. Moment, hier. Ein bisschen Handarbeit angefragt. Ja. Nämlich Thomas Partek. Thomas Partek Rosé. 2021. Ihr wisst, ich bin nicht so der Mega-Rosé-Fan. Aber als ich gesehen habe, dass Thomas Partek ein Rosé macht, habe ich mir gedacht, der könnte mir schmecken. Einfach so. Einfach so blind, sage ich einfach mal, könnte mir schmecken. Wenn ich die Farbe sehe, hat mich wahrscheinlich recht. Wir haben hier, ja, ist ein Rosé aus Domina. 40 Jahre alte Reben oder 30 Jahre alte Reben. Genau, 30 Jahre alte Reben auf Muschelkalk. Die er hier verwendet hat, also handgelesen, dann spontan vergoren mit einigen Beeren im 500 Liter Holzfass. Dann wurde der Wein dort eben vergoren, 8 Monate gereift, danach Abstich, 3 Monate in Stahltank und dann unfiltriert auf die Flasche. Also auch vom Einsatz her, relativ wenig Einsatz, also auch sehr natürlich der Wein. Die Spontankehrung hat bei 11,5% Alkohol gestoppt. Ja, gehen wir mal in Medias Res, ich zeige euch mal den Wein. Geile Farbe, oder? Das ist nichts Quietschiges. Von der Nase her nichts Quietschiges. Leute, das ist ein Rosé, der Muschelkalk widerspiegelt, ja. Ich würde sagen, sowas von knochentrocken, der Wein. Ja, ist trocken. Steht drauf. Trocken, ja. Bin gespannt. Hab ja schon so eine leichte... Leichte Erdbeernote hat er schon. Darf er aber haben, finde ich. Aber sonst mineralisch.
trocken, fleischig, also wirklich so fruchtfleischig. Sehr angenehm, sehr angenehm. Frische Säure, nix quietschig, nix Huba-Buba, sonst was. Ihr kennt noch Huba-Buba, oder? Kennt ihr noch, oder? Huba-Buba, wer hat es nicht in der Jugend gekaut? Aber davon ist der Wein hier weit entfernt. Das ist hier wirklich ein Rosé mit Anspruch. Das, was ich mir so schon blind gedacht habe, wird so auch eigentlich erfüllt. Also das ist so Rosé, wie ich ihn trinke. Ihr wisst ja, der Rosé-Markt im Moment steigt. Also es gibt da wirklich, Rosé ist ein absoluter Run eigentlich und jedes Weingut macht auch einen Rosé oder macht auch mehrere Rosés oder steigt da auch mit der Produktion so ein bisschen. Wenn dann sowas rauskommt, da muss ich sagen, habe ich das gern. Also wie gesagt, es ist weit davon entfernt, was ihr auf Weinfesten mit quietschiger Rosé Krause so da teilweise bekommt. Das hier ist toller Rosé. Super. Lieber Thomas, ich werde wieder nicht enttäuscht. Also wirklich ganz toller Wein. So stelle ich mir das vor. Man merkt auch vom Holzfass, das war nur unterstützend. Das ist jetzt nicht irgendwie ein großer Vanillton, es hat so einfach so, es hat so ein bisschen die Kanten genommen, dass er einfach so ein bisschen smoother auf der Zunge ist und auf dem Gaumen. Bleibt übrigens sehr lang auf dem Gaumen, sehr lang präsent. Also wirklich ganz toller Rosé. Gibt es für 15 Euro. Also würde ich einfach mal sagen, wenn ihr Rosé gerne habt im Glas, und einfach da noch hier aus Franken irgendwie einen Vertreter sucht, der euch einfach einen sehr schönen Rosé zeigen kann und produzieren kann. Da habt ihr mit dem Thomas Partek eigentlich einen richtig guten Ansprechpartner gefunden. Müsst ihr schauen, wo er es kriegt. Am besten schreibt er ihn einfach mal persönlich an. Ich werd einfach mal die E-Mail-Adresse verlinken, dann könnt ihr ihn anschreiben und einfach mal gucken, wo ihr den bekommen könnt. Aber das ist wirklich toller Rosé und den, ja, das sage ich auch gern, den dürft ihr euch gerne mal in den Keller tun oder in den Kühlschrank oder wo auch immer. Oder unser Trainee könnte sich damit mal ein bisschen in so einen neuen Klimaschrank mal eindecken damit. Also das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Ja? Trainee, Alex. Das wäre was. Ja, von Punkten her, der ist schon oben jetzt bei unserer Rosé-Skala mit dabei. Und das ist einer der besten Rosés, die ich jetzt hier jemals im Glas hatte. Also wirklich, wirklich Kompliment. Ich gebe ja eigentlich auch gerne einfach mal so ein Ausrufezeichen-Punkt. Das ist für mich so ein 43-Punkte-Wein. Also der ist wirklich gut, der ist richtig gut. Befindet sich in der Liga, wo ich sage, da müssen erstmal viele Rosés kommen und anklopfen, bevor sie da mithalten können. Und das ist klasse. Das ist für mich Rosé für Rotweintrinker. Ja, also von dem her, das hat mir halt echt Spaß gemacht. Zwei tolle Weine und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Mittwoch ist ja heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Bleibt gesund, abonniert den Blog, falls ihr es noch nicht gemacht habt, oder noch besser YouTube, ihr wisst ja, die Glocke anklicken und
dann werdet ihr mit allen frischen Infos immer versorgt. Und von dem her, wenn ihr sowas ins Glas habt, im Glas habt, dann kann ich nur sagen, habt eine gute Zeit. Also, die wünsche ich euch. Bis dahin, macht's gut. Ralf, your turn. Ciao, ciao. Ja, Burkhard, besten Dank. Zweiter Rotwein. Wir sind im Burgenland. Wir sind hier im Deutschkreuz. Das sind wir öfters, gell? Aber es ist auch verdammt schön dort. Gibt halt keinen Lauffränkisch pur. Wir haben eine Cuvée mit Schraubverschluss. Weingut Gaga. Den Quattro ist also eins der Aushängeschilder von dem Weingut. Wir haben jetzt hier den Jahrgang 2012. Und ich wollte den jetzt mal wieder testen. Wir haben den vor Jahren getestet. Und da hat er ziemlich gut abgeschnitten. Aber wir sagen ja, ein bisschen was in den Keller legen und so. Und jetzt so mit 11 Jahren, also 10 bis 11 Jahren, wird es, glaube ich, ganz interessant, den Wein nochmal zu verkosten. Ja, Farbe ist noch ganz frisch, keine orangenen oder braunen Reflexe in irgendeiner Art. Der Quattro besteht überwiegend aus Blaufränkisch, hat aber noch Cabernet Sauvignon, Merlot und Zweigelt. Ja. Wird 17 Monate in kleinen Holzfässern ausgebaut und ja, ich glaube 2015, also vor 8 Jahren, haben wir den probiert. Ist jetzt schon interessant, was für eine Entwicklung der gemacht hat. Also, die Nase ist mehr, ist also relativ mineralisch. Jetzt so Fruchtkomponenten, die einen anspringen, sind nach der Zeit nicht mehr viele da. Quattro, ja, komischer Name, ne? Aber das Weingut, beziehungsweise der Horst Gager, der das Weingut führt heute, hat so als Ziel die Quadratur des Weines. Okay? Daher kommt wahrscheinlich auch der Name Quattro. Das Weingut produziert ausschließlich Rotwein, macht Sinn, in Deutschkreuz, hat 38 Hektar. Also in der Nase Tabak, Tabak ist sofort da. Sehr leichte Brombeeraromen. Bisschen dunkle Kirsche. Aber auch so ein bisschen nuckert. Ja. Der Nase ist fast so ein bisschen Süßholz, aber der Wein schmeckt wirklich furztrocken. Mhm.
hat Fließgeschwindigkeit. Oh, 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 oh. Aber ist eigentlich so eine ganz großartige Cuvée. Ist gar nicht so in Mode, das zu trinken. Aber ich finde es immer wieder mal toll. Weingut Gager haben wir noch gar keinen Bericht gemacht. Ne? Gibt es noch keinen on Tour? Mal schauen, ob wir da was schaffen. Was ich sehr empfehlen kann, das ist die, heißt es Rotweintour, glaube ich, in Deutschkreuz. Da war ich vor Corona das letzte Mal. Das ist schon toll. Da fährt dann so eine Art Kinderbahn durch die ganze Stadt. Also meine Nichten, die würden sich das bestimmt auch gerne anschauen. Und du wirst dort von Weingut zu Weingut gefahren. Ich finde es sehr interessant, ja, und das Ulkigste, was ich da erlebt habe, das war eigentlich eine Gruppe, die ist auch mit dem Zug aus Wien gekommen, und das waren Jogger, und sowas habe ich noch nicht gesehen. Die hatten auch ein Glas in der Hand, Da wird auch großer Wert drauf gelegt. Ja? Also das Glas, was du bekommst, ist, glaube ich, in der Regel ein Riedelglas. Ja, und die sind dann, es waren so 15 Leute, glaube ich, immer von Weingut zu Weingut gejoggt, haben dort Wein getrunken, dann sind sie weiter gejoggt. Zirkeltraining. Ne? Und nein, aber so toller Ort. Auch das Weingut, total interessant. Gager ist ziemlich im Ortsmittelpunkt. Und ja, kann ich empfehlen. Den Wein finde ich jetzt auch sehr interessant. Hat auch so eine salzige Note noch am Schluss. Also er geht schon etwas, ja, er geht schon ziemlich in Richtung Mineralik. Und hat ein sehr samtiges, Tannin. Brombeere, ja, also Brombeere ist da. Klasse. Er kriegt die 44. Schon Kaufempfehlung. Ne? Also am besten den Jahrgang werdet ihr nicht kriegen mehr, denke ich. Einfach mal die jungen Jahrgänge probieren. 21 ist bestimmt ein Jahrgang, der sehr fulminant wird in der Zukunft. 22 weiß ich es noch nicht, ja, aber 21 kann man sich wirklich vormerken. Ja, Bepunktung war schon. Ich kann nur sagen, trinkt mehr Burgenland und auch ruhig mal die Cuvées wieder. Ja. Nicht nur Blaufränkisch, das ist schon toll. Ja. Aber trotzdem auch mal Cuvées. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt Werner Vino treu.